Vielfalt finde ich immer etwas Positives. Gerade eben in einem Team. Ich glaube, Teams, wo man genug gemeinsame Nenner hat, dass man sich findet, aber nach einer Vielseitigkeit drin mit eben unterschiedlichen Stärken und unterschiedlichen Schwächen, Playt ist immer besser, ist immer stärker am Schluss als ein sehr homogenes Team in meinen Augen. Mein Name ist Marlene Reusser, ich bin Rennvelofahrerin. So wie ich angefangen habe, Velofahren, war wie für mich eine Leidenschaft für das Velofahren, weil es einfach so ein tolles Gefühl war. Ich bin wirklich, ich habe weite Distanzen gefahren, bin freiwillig, einfach so quer durch die Schweiz oder über irgendwelche Pässe. Und ich habe ja keine Referenz gehabt. Also ich habe dann noch kein Wattmessgerät oder ich habe nicht mal in die Geschwindigkeit geschaut. Also ich bin einfach gefahren und ich habe nicht gewusst, ist das schnell oder ist das langsam. Es hat mir einfach gefallen. Hey Matt, das ist, glaube ich, der Ort, wo man gross geworden ist. Und so die ganze Atmosphäre damit verbindet. Ja, Bern oder der Kanton Bern ist natürlich extrem vielseitig. Also wir haben landschaftlich extrem viel zu bieten und es ist sehr gross. Es gibt grosse regionale Spezialitäten, grosse, schon im Dialekt gibt es grosse Unterschiede. Es pflegt ein schönes Stück Land. Gerade ich bin immer irgendwo auf der Welt und ich kann hierher zurückkommen. Ich weiss, hier dieser Platz, der ist heil. Der ist immer da und ich kann hierher zurückkommen. Das ist irgendwie ganz etwas Spezielles. Ich frage mich oft, Marlene, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle. Was ist für dich das Allerschlimmste, was rauskommen kann? Und natürlich habe ich eine easy Antwort, weil es ist ein Spiel, es ist Velo, es ist Sport, es ist Spiel. Das Schlimmste ist, ich werde die Hinterletzte im Rennen. Da geht das Leben gleich weiter. Also dann bin ich so ein bisschen Es ist ein Spiel, einer verliert, einer gewinnt. Und ich habe auch tolle Privatsponsoren, wie eben die BKB. Wo für mich ein gutes Verhältnis besteht und wo ich nicht das Gefühl habe, wenn es mir mal nicht läuft, bin ich geflogen. Also das ist auch so etwas, ich glaube, das ist für viele Athleten das Ding, wenn du weißt, du lieferst nicht, dann macht es gut. Ich habe eher das Gefühl, dass ich freundschaftliche oder gute Verhältnisse und Beziehungen da und da ist ein Raum für ein Auf und ein Ab. Und dann hoffst du, das Auf wird gross, aber das Ab sollte hoffentlich auch Platz haben.